meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode FIFA 13 Saisons. Ja, wir haben hier letztes Mal im letzten Part den Titel geholt. Und jetzt wollen wir, ich habe ein paar Spiele mal so mal gespielt. Tut mir leid, wenn euch das jetzt annervt. Ich glaube, ab Liga 3 oder so werde ich dann aber, denke ich mal, ja, jedes Spiel aufzeichnen und nicht mehr einfach so zocken, weil das soll ja auch einen gewissen, ja, Reiz, nicht Reiz, aber, ja, wenn ich jetzt einfach so spiele und immer nur einen Part bringe, dann wird es ja nicht so eine dicke Serie. Und das sollen ja schon ein paar Videos mehr werden. Aber ab und zu jetzt spiele ich dann mal so auch ein Spiel. Hab jetzt 5 Spiele einfach mal so gespielt und lief, wie man sieht, sehr gut. Schön 5 Spiele, 5 Siege. Und ja. Ja, mit Gala habe ich das letzte Mal zwar nicht gespielt, ich habe es ausgewählt, aber ja. Das heißt, ich habe eben schon mal eine Aufnahme versucht, aber dann habe ich 2 Abbrüche und dachte, ich mache ein neues Video. Hier brauchen die ja nicht sich mit rumquälen. Also laber nicht so viel. Hoffentlich kriege ich jetzt nicht wieder den gleichen Gegner wie eben schon 2-mal. Und ja, mit Gala kann ich aber sehr nice spielen irgendwie, weil ich, ja, hab halt Sympathien, weil, wie ihr wisst, ich bin halb Deutscher, halb Türke. Und ja, und, meine Türke-Seite hier schlägt natürlich für Gala und ja. Snyder dabei, Drogba zwar noch nicht, aber okay, eigentlich. Snyder dabei und Burak Yilmaz, der einfach mal mega krass in echt abgeht und auch hier in FIFA, ich finde. Oh. Ja, das war nicht sehr schlimm. Ja, Openslehrer ist natürlich auch nicht so ein schlechter Keeper. Fast hier, Weiner. Wäre es hier eine schöne Vorlage für den Gegner gewesen. Und Snyder ist einfach eh natürlich mega krass. Sau beweglich. Sabre. Nein, dahin sollte der nicht. Sabre, was machst du? Ah. Ja, wie gesagt, sehr beweglich, sehr schnell und kann auch durchaus schießen und vor allen Dingen Freistöße kann der natürlich auch sehr nice. Boah. Schöne Parade hier von Muslera. Raus damit. Direkt hier Powerplay, ganz schnelles Spiel hier mit Tempo. Ah, das war aber nichts. Wenn denn auch noch Drogba kommt hier, ne? Das ist gerade echt schon gar nicht mal so schlechtes Team, ne? Ein echt gutes 4-Sterne-Team, ne? Sind die auch, wie ich finde, jetzt so schon. Schneider, oh, er rennt hier in den freien Raum. Gönnt sich mal ein hier! Oh, schade. Ich glaube, Schneider hatte er nur 3? Ja, ich glaube, er hatte nur 3 Sterne. Oh. Ja. Nein, was mache ich? Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh. Ja. Warten wir. Hallo? Da ist Christian Paul. Hau den Ball doch mal raus. Was natürlich sehr schade ist, dass. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der schon weg ist. Das ist jetzt seit dieser Saison oder. Schon da, die Saison davor, aber. Mein Lieblingsverteidiger. Servet Cetin. Ich weiß gar nicht, ist der jetzt gewechselt oder ist der schon ein Opa? Ich meine, der ist aber gewechselt. Oder? Ich weiß es gar nicht genau. Aber das war mal ein richtig guter Innenverteidiger. Der hat alles da hinten rausgeholt, ja. Oh, Muslerei. Uiuiui, war das knapp. Oh. Ach, so ein Eckball, da habe ich echt immer Angst. Man hat es ja gegen Juve im vorletzten Part, glaube ich, wo ich Bayern gespielt hatte, gesehen, dass man da gerne auch mal einen reinkriegt, auch wenn man so einen Top-Torhüter wie Neuer und kopfballstarke Spieler wie Dante da hat. Schön.
Schneider auf, ja, auf wen denn? Auf Fritz sollte er nicht wieder zurückspielen. Schön. Rocky Mars. Schnell ein Pass und krieg. Ah, da kommt er eh nicht gut ran. Burak! Gönn dir ein! Naja, schade. Aber der behauptet echt auch gut die Bälle, wie man jetzt gerade gesehen hat. Schön. Ich gehe mir mal hier, weil das sind recht gute Position. Ey! Was ist das? Haut den einfach rum. Nee, so nicht mehr, Freund. Nicht mehr Zappel. Nein, Snyder, was machst du? Nee, nee. Wollte ich gar nicht durch, aber ne, hat ja geklappt. Oder auch eigentlich nicht. Oder geh mal! Oh. Tja, dann verstehst du ihn wohl nicht. Was? Was macht er da? Ein wunderschönes Zuspiel. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Naja. Ja, und der macht auch so gute Freistöße, Standards, und das wollte ich doch gar nicht direkt. Nein, egal. Wie gesagt, Inan, der macht auch unglaublich gute Freistöße. Und. Oh, guck mal, wäre trotzdem nicht so gewesen. Und ja. Fast. Doch fast so gut wie Snyder war es. Also der hat schon auch was drauf. Sollte man also nicht unterschätzen, auch wenn man jetzt denkt, ey, was Inan, Inan, wer ist Inan? Ja, also sollte man nicht machen. Und wenn doch, hat man selber Schuld, wenn man einen Freistoß von ihm reinkriegt. Denn das kann durchaus schon mal passieren. Schön. Da habe ich den guten Brat gesucht. So 0-0 Halbzeit, aber also die nehmen sich heute nicht. Naja. Nee, das ist, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Ich tippe auch unentschieden. Also er ist mir da. Ja, okay, nee, nicht gefährlich geworden. Ich bin ja auch nicht so wirklich gefährlich geworden. Nee, kriegt er nicht. Haut er fast das Mikro weg. Es wurde mir hier fast wieder zum Verhängnis. Ja, so kann es weitergehen. Nee, so doch nicht. Klasse, wie er die Situation Mensch. Ich muss mal hier ein bisschen mich konzentrieren gerade. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Nein! Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Oh oh. Oh Gott, ehrlich, jetzt so ein Mega-Backtor. Gott. Peinliches Ding. Peinliches Ding. Oh, das war doch ärgerlich, wirklich. Das war mir so klar. Ja, genau. Ja, ist klar. Jetzt mach doch weiter.
Weißt du, der freut sich echt. Ja, okay, der kann sich auch über so ein Ding fahren. Ja, der weiß genau, ich werde hier jetzt noch drücken. Ja. Und da kann man sich natürlich freuen, wenn man mal führt hier. Ja, dann kommt nämlich Snyder und dann passiert sowas. Mani hat es schon geahnt. Hier hat schon mal seinen Namen hier geschrien. Ja. Und zack, ist das Ding drinnen. Da kennt er nichts. Also wenn er aus so einer Position kommt, guck mal sich das mal. Guck ich mir auch mal an hier. Da ist natürlich klar, dass das Ding drin ist eigentlich. Schön, der Snyder. Falscher Trick, aber macht nichts. Nach innen ziehen und jetzt nochmal ein Schuss, aber schade. Aber da geht noch einiges. Ey! Nein! Schön, Ibuel. Schneider, der ist natürlich immer da vorne drinne und versucht da sich gut einzubringen. Schafft er natürlich auch eigentlich immer. Hallo? Ja, ich spiele den nach oben, dachte ich zumindest. Oh Gott, ehrlich jetzt! Mann, das kann's doch nicht sein! Das ist total unüberlegt und es passiert voll durch den Zufall hier und da freut er sich da noch. Kann's auch echt nicht sein. Ja, genau. Komm, hau rein. Ja. Nicht Sarioglu, Mann. Doch. Lassen wir das mal. Was macht er denn? Oh Gott. Ich habe, glaube ich, einmal aufgenommen, wo ich mit Gala gespielt habe. Und das war in FIFA 12 noch, glaube ich. Danach nicht mehr. Gala da, ey. Hinhechtet er. Ja, und das habe ich dann verloren. Und da habe ich... Nein, ich merke gerade, da habe ich tatsächlich auch gegen Ajax gespielt. Oh Mann, aber das war eigentlich noch lächerlicher. Aber, oh, ey, wenn ich nicht aufnehme, ne, dann, und mit Gala spiele, ja, dann kriege ich da was gerissen und hau die Gegner da weg. Mehr oder weniger. Und wenn ich den aufnehme, dann auch noch gegen Ajax natürlich wieder. Episch. Oh, das kann's doch nicht sein, Mensch. Jungs, konzentriert euch. Ich muss mich auch ein bisschen mehr konzentrieren jetzt. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Oh. So, jetzt hier vielleicht mal einen schönen Konter. Bruder, renn! Und er rennt. Und jetzt gönn dir einen schönen Schuss und... Nein! Was? Bruder, ist das dein Ernst, Alter? Oh, der war ja gar nicht so schlecht. Der hätte nur noch links da reingehen müssen. Oh Gott, ey. Ja, ich... Ah, noch nicht. Nicht zu weit. Sonst gibt's gleich hier Freistoß. Ach, scheiße. Bruder, nein! Oh, Digga. Schön. Ja. Leck noch mehr rum. Nein! Scheiße! Jungs, alles nach vorne jetzt. Ja, aber ich habe doch eh noch 5 Spiele so. Aber das Ding ist, ich will es trotzdem jetzt machen. Felipe Melo.
Das sieht aus wie Training. Perfekt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Schön, Snyder. Nein, schieß! Was? Burak, was machst du denn? Du bist doch sonst immer so ein Go-Getter. Oh Mann, ey. Ach, verdammt. Komm schon. Ach, verdammt. Jetzt bin ich mega konteranfällig. Nee, kriegt er nicht. Kriegt er nicht! Puh. Komm, alles jetzt. Wenigstens ein Unentschieden noch raus, so Mann. Ich habe erst eine einzige Niederlage bei jetzt 29 Spielen. Das soll erstmal auch bitte so bleiben. Mach ihn! Nein, schon wieder! Ah, das gibt's doch nicht! Schon wieder so kurz davor! Alter! So kurz vor diesen... Alter! Nein! Das geht's doch nicht! Weg mit dem Ball! Hey! Wir pfeifen's ab! Ey! Oh nein! Das gibt's doch nicht! Zweite Niederlage im FIFA! Sonst! Ah! So unnötig! So unnötig! Seine Tore, werdet ihr mir glaube ich zustimmen, waren mal... Ja, ich weiß, ich bin irgendwo schon ein schlechter Verlierer, ja? Das merkt man mir immer wieder an, wenn ich hier abkacke. Aber man muss doch ehrlich sagen, dass die Tore, die er gemacht hat, was waren das für Tore? Okay, das zweite war eigentlich... Okay, ich habe ihn jetzt zwar vorgeworfen, dass er das nicht absichtlich so gemacht hat, ja? Diesen Lupfer und so, aber... Okay, sagen wir mal, das war ganz okay. Aber das erste, das erste, glaube ich, was war das für ein Ding? Also ein Tor auf jeden Fall war richtig lächerlich. Und meine Jungs hätten mehr machen müssen. Zweimal an Alu, rechts und dann links vorbei. Was ist denn das? Mann! Unglaublich sowas. Und damit die zweite Niederlage im FIFA. Mann, das gibt's doch nicht. Oh, eine Niederlage! Eine Niederlage! Es gibt es nicht. Naja. Ich wünsche euch noch was und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer John. Peace.